Sie war wirklich nur Einbildung, oder? War sie Einbildung? Anni, geht's dir gut? Ich habe meine Katze getötet. Warum hast du denn jetzt eine Katze getötet, die nicht mal das? Ich dachte, du liebst sie. Warum tötest du sie dann? Ich habe Ist das ein Zeichen, dass du mich auch irgendwann töten möchtest? Nein. Ich habe dir vertraut. Ich dachte, sie wäre Einbildung. Vielleicht habe ich 4 Jahre lang, 4 Jahre lang, einfach nur gedacht, dass ich einen Freund an meiner Seite habe. Und mir das irgendwie zusammengestrickt, weil ich in der Behauptung stand, es gibt wirklich jemanden, der mich mag. Und jetzt, seitdem ich dich kennengelernt habe, habe ich jemanden kennengelernt, der genau alles, all das erfüllt, was ich von meiner Katze jemals haben wollte. Du bist meine neue Katze, Cora. Ich bin deine neue Katze. Also nicht im übertragenen Sinne. Ich habe die alte Katze umgebracht, damit ich Platz für meine neue Katze habe. Ja, und wenn du dann keine Lust mehr auf mich hast, dann bringst du mich auch um, oder Nein, was? nein, nein. Ich bring dich. Ich würde. Nein. Ey, pack das Handy weg. Was machst du da? Ja, mich hat nur jemand angerufen, den ich jetzt weggedrückt Okay. hast, weil deine Psychosen mir gerade wichtiger sind. Psychosen? Ich versuche dir gerade meine Du Gefühle redest zu. von irgendeiner Katze, die hier nicht ist, und redest davon, Du dass du regst deine mich Katze jetzt so umgebracht auf! Du hast regst mich und so mich jetzt auf! mich als nächstes umbringen möchtest. Du regst mich, ich will dich doch nicht umbringen. Ich würde dich höchstens in ein Tier einbringen, wenn es sein muss. Aber das wird eh passieren, weil du die Frau meines meiner Leben und meiner Träume bist. Bitte! Lass uns doch einfach in Richtung Sonnenaufgang reiten. Den haben wir ungefähr in 8 Stunden. Auf deinem imaginären Pferd oder was? Machst du die. Ma Hör auf, dich lustig zu machen. Ich will dir gerade nur offenkundig gestehen, was ich fühle. Ich hab kein Scheißpferd. Ja, okay. Hätte ja sein können, dass jetzt hier noch ein Pferd irgendwo auf dem Parkplatz steht, mit dem du wegreiten möchtest. Oder ein Esel. Du kannst doch froh sein, dass du so hübsch bist. Lass uns doch einfach gehen und uns versöhnen. Ich würde dich gerne heute in mein Haus einladen. Du hast ein Haus. Ich habe ein Haus bei Hotels. Wenn du willst, kann ich es Okay. dir zeigen. Bist du mit einem Auto hier? Leider nicht du. Ich wurde hierher gefahren. Ich bin mit einem Einsitzer-Motorrad hier. Gibt's hier irgendwo eine Garage? Ja, hier vorne. Gut, dann packe ich was aus. Willst du irgendwie noch um die Katze trauern oder? Alles gut. Okay. Hey. Ach schon, die wollte fahren, obwohl sie gerade gekifft hat. Bitte lass mich nochmal wissen, wo das Auto. Wo das. Oh, bitte lass mich nochmal wissen, wo. Oh, da ruft gerade jemand an, eine Sekunde. Hallo. Hey, salü Lilly, kannst du kurz das Auto, kannst du kurz die Wohnung aufmachen? Ich will jemanden beeindrucken. Wir bleiben auch nicht oder sowas, wir machen keine Fickaktion. Ich will einfach nur sagen, das ist wichtig. Ich kämpfe gerade um sie. Ich bin gerade an einem Zellenfall. Ich kann jetzt gerade hier nicht weg. Ist die Tür offen? Nee, ne? No, natürlich nicht. Wie lange brauchst du, bis du kannst? Das dauert bestimmt bei dir, oder? Halbe, dreiviertel Stunde wird das dauern. Alles klar. Eher Gut. halbe. Gut. Verstehe ich. Oh, fuck, jetzt habe ich es ja schon gesagt. Vielleicht kriege ich das irgendwie hingebogen. Alles klar. Ich danke dir. Kannst du oben drauf auf Pool gehen? Mach ich. Dann bis dann. Alles klar. Au Au revoir. ist ein bisschen abweisend, okay? Und
ich soll dir jetzt bei deinem Frauenproblem helfen. Männer mit Frauenproblem. Pff. Ja, hast du irgendwas gemacht, dass sie so abweisend zu dir ist? Hast du dich vielleicht zweimal in ihrem Beisein entführen lassen und sie dann in Scheiße geritten? Das mögen Frauen nicht so sehr, habe ich mir sagen lassen. Ich glaube, wir fahren einfach weiter. Ja, frag doch einfach, was los ist. Ob irgendwas ist. Offen kommunizieren ist immer der beste Weg. Warum solltest du zu lieb sein? Ich glaube, die meisten Frauen stehen nicht auf Arschlöcher. Okay. Na gut, wenn du nochmal irgendwie Hilfe brauchst oder so, dann sag Bescheid. Du's! Und hier wohnst du jetzt? Ja, ich habe mich erstmal für ein kleines Objekt entschieden. Okay. Ich wollte mich jetzt noch nicht so krass festlegen. Das nehme ich vielleicht dann irgendwann als Ferienhaus, wenn ich noch was anderes in Aussicht habe. So. Komm ruhig mit. Den Garten? Ja, nee, ich wollte hier ein bisschen... Du wolltest mir die Mülltonnen zeigen, das sind super Mülltonnen, das ist wunderschön. Vielleicht gehst du am besten einfach vor, du kennst dein Haus wahrscheinlich am besten. Komm mit. Ach. Ah, schön, das ist dein Briefkasten. Kann ich dir dann jetzt immer Briefe schreiben? Das ist ja super. Komm, hier. Wollt ihr... ja. Mein Briefkasten tatsächlich, kostet schon eine Stange Geld. Ja, ist schon immer wichtig. Grüne LED-Beleuchtung, ne? Ich mag grün. Ja klar, also grün ist auch einfach eine schöne Farbe. Hier ist ein, ich habe by the way hier nur einen Tisch für einen Aschenbecher hingestellt. Da ist ein Grill da hinten und genügend Plätze. Und du sagst, du kennst dein eigenes Haus nicht und bla bla bla. Dort oben wird jetzt ein Pool sein. Ja, ein Pool. Ich habe doch gar nicht gesagt, du kennst dein eigenes Haus. Und eine schöne Feuerstelle, by the way. Du kennst dein Haus am besten. Ja, okay. Es ist dieser Unterton, der mir ein bisschen Sorgen macht. Ich habe doch überhaupt keinen Unterton. Ich rede so wie immer, Johnny. Oh, schau mal, da ist ja tatsächlich ein Buch und ein Pool und eine Feuerstelle. Oh. Ich hab doch überhaupt nicht gesagt, dass du dein Haus nicht kennst. Ist in Ordnung. Was bist denn du jetzt so? Ich bin nicht so, es tut mir leid. Ja, du hast jetzt keine Badekleidung an, das ist das ist jetzt blöd. Dann lass uns doch einfach eine Feuerstelle. Dann einfach eine Feuerstelle, aber verbrenn dich nicht. Nein, natürlich nicht. Höchstens verbrenne ich meine Finger an dir, aber da versuche ich ja immer wieder das Beste zu machen. Weißt du... Du bist so die Einzige, tatsächlich, komm, auf süß angelehnt, kannst natürlich auch ein bisschen näher kommen, so wie du es noch eigentlich in dem Milchrestaurant vorhattest. Ja, bevor du dich mit irgendwelchen alten Menschen angelegt hast und die dich dann entführen wollten. Wie bitte? Was wollte die jetzt von dir? War das jetzt irgendwie, weil du den Opa nicht aus dem Rollstuhl geholfen hast? Die haben eine wilde Geschichte, die haben sich da jemanden rausgepickt, weil die Stress wollten. Wir waren die einzigen Kunden dort, dich wollten sie in Ruhe lassen, dann hat es mich getroffen. Okay. Ich habe der Pedilerin so viele Infos gegeben, wie ich konnte. Ich hoffe, in Ordnung. Ich hatte gerade ein Brötchen. Ich würde dir gerne was anbieten, aber ich habe gerade echt tierisch Hunger. Hast du genug, oder? Ja. Hast du noch was zu trinken für mich? Einen Kaffee. Oh, nee, es reicht schon spät. Oder einen Kakao, aber der ist halt ein Eiskakao, der ist nicht mehr so warm.
Alles gut, alles gut. Du bist tatsächlich die erste Dame, die ich hier mitbringe, ne? Bitte. Oh, vielen Dank, dankeschön. Du bist die erste Dame, die ich hier mitbringe. Okay, okay. Es ist ein echt schönes Haus. Ja, ich weiß. Ich wollte ja tatsächlich jemanden, also das ist so meine kleine Sphäre, meine Sphäre an Sicherheit, denn da lasse ich eigentlich keine Leute rein. Nur halt wirklich voll die Person, denen ich vertraue und wo ich glaube, oh, auch die Person, die jetzt gerade in meinem Zuhause ist, vermittelt mir selbst nochmal ein Gefühl von Zuhause. Und das habe ich also heute... Also ist das voll was Besonderes, dass ich jetzt hier bin? Ja, ja, ja. Als ich bei dir war, habe ich mich auch ein bisschen wie zu Hause gefühlt. Yep. Und deswegen bist du jetzt hier und ich will halt wirklich, ich will nicht betteln. Ich will jetzt auch nicht mit dir jetzt großartig streiten oder so. Wenn du für dich entschieden hast, dass das zwischen uns beiden nichts mehr wird und du glaubst, ich mach dir zu viel Stress, dann kannst du gerne gehen, ohne dass ich da irgendwie jetzt Zankereien oder so mache. Glaubst du denn, dass wir es hinkriegen, dass wenn wir uns das nächste Mal daten, du nicht wieder entführt wirst? Naja, ich sehe das gerade hier als eine Art Date. Tatsächlich, das ist die Wiedergutmachung von vorhin. Wenn die mir jetzt gemacht. Und wie findest du's? Ist das eine süße Geste von mir? Es ist schon ganz okay. Das freut mich. Ich habe auch eine Menge Mühe gegeben mit dem Feuer anzünden und so. Weißt du, wie diese Pedinerin oder Justizmenschi Tante hieß? Leider nicht. Ich nenne sie immer nur Oberzicke. Ja, du, Cora, sag mal, du hast ja aber auch keinen Freund oder so, ne? Nein. Und du könntest dir vorstellen, jemanden an deiner Seite zu haben, wenn du jemanden sympathisch findest, oder bist du da voll gegen? Prinzipiell kann ich mir das schon vorstellen. Aber, also, ich bin niemand, der nach dem zweiten Date schon sagt, wir sind zusammen. Ja, ja. Deswegen sind wir auch gerade schon beim dritten. Und, ja, ich bin auch so, also ab 10 Dates kann man ja mal drüber reden. Ja, ab 10 Dates kann man mal drüber reden, das ist richtig. Das freut mich. Dann sind wir aber auf einem guten Wege. Wollen wir auch die nächsten 7 Dates gleich hier miteinander verbringen? Wie wär's? Also ich weiß nicht, ob ich heute noch Zeit habe für 7 Dates. Ja, wir können so eine Art Kombipaket nehmen, wenn du möchtest. So eine Art Kombipaket? Ja, so ein Schnelldurchlauf. Wie würde so ein Schnelldurchlauf bei dir aussehen? Ich stell dir die 10 wichtigsten Fragen. Und du gibst mir eine Antwort, dann gucken wir, ob wir miteinander connecten können. Und das sind dann, macht dann 7 Dates weg? Ja. Wir machen das. Das sind dann 2 Dates, die weniger sind. Dann sind wir schon bei 8. Dates. Ich kann nicht rechnen, ist mir aber auch egal. Aber wir sind noch nicht fix zusammen nach den 10 Fragen. Du musst dir schon einmal noch Mühe geben oder so. Für dir gebe ich mir die größte Mühe in der Welt. Also da gibt es doch kein Wenn und Aber. Wenn es sich nicht lohnt, also wenn ich nicht für dich kämpfe, für was denn dann, Cora? Okay. Dann stell mir die 10 wichtigsten Fragen, die du mir stellen möchtest, damit du mich ultimativ besser kennenlernst. Hund oder Katze? Katze. Korrekt, Katze. Katze. Naja, was hätte ich auch nach dem jetzt anders sagen sollen, aber ja, tatsächlich Katze. Das freut mich. Ohne welchen Gegenstand könntest du nicht leben? Ist nicht wirklich ein Gegenstand, aber es wäre wahrscheinlich mein Motorrad. Ja. Tatsächlich. Dein Motorrad. Mein Auto meine ich. Mein Auto. Okay. Aber ist ja, also das ist ja krass, weil ich muss ja auch von A, ich bin ja wichtig, ich muss ja von A nach B kommen. Tatsächlich. Also verstehe ich das auch bei dir. Ja, es ist weniger das von A nach B kommen, als das Motorradfahren einfach meine Leidenschaft ist. Aber
Ja, das von A nach B kommen ist schon auch wichtig. Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Welche deiner Eigenschaften schätzt du besonders an dir selbst? Dass ich ein aufgeschlossener Mensch bin und dass ich jedem eine Chance gebe, so. Deswegen sitze ich auch mit dir hier, Das ist weil ich dir auch eine Chance gegeben habe, obwohl ich im ersten Moment dachte, das ist voll der Dulli. sehr nett. Und ich danke dir auch für die Chance. Augenscheinlich hat sich das ja auch bewährt. Augenscheinlich hat sich das bewährt, ja. Ja. Ja, bei mir ist es tatsächlich die Ehrlichkeit. Die Manchmal Ehrlichkeit. habe ich das Gefühl, dass das gar nicht angebracht ist und einige Konfliktpunkte gar nicht auslösen würde. Aber ich kann einfach nicht anders. Bei mir, es muss tatsächlich immer das gesagt werden, was ich empfinde. Weil ich finde, dass persönlich jeder Mensch, vor allem wenn ich mit jemandem jetzt kommuniziere, es verdient hat, Ehrlichkeit zu erfahren. Jemanden jetzt, warum auch immer, zu täuschen, anzulügen, was weiß ich. Es ist einfach nicht der richtige Weg und total, also kann ich auch nicht mit leben, wenn das Leute bei mir machen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Die Ehrlichkeit ist sehr, sehr wichtig. Vor allem in einer guten Beziehung. Ja, vor allem dann. Man kann sich ja auch alles erzählen. Man ist ja auch sowas wie ein Team. Weißt du, was ich meine? Na klar, ich meine, jetzt stell dir mal vor, ich hätte davon gewusst, dass die Leute da kommen. Das wäre ja furchtbar gewesen. Das verstehe ich. Hätte ich dir auch ehrlich sagen müssen. Also Ehrlichkeit ist super wichtig. Das verstehe ich. Und das fühle ich. Das lebe ich. Warum endete deine letzte Beziehung? Weil er ein kompletter Vollwichser war. Ey, noch so einer von der Sorte. Ja, er hat halt immer A gesagt, B gemacht und am Ende dann den Schwanz eingezogen. Es gibt nichts Schlimmeres als Kerle, die den Schwanz einziehen Kann und ich. nicht zu dem stehen, was sie sagen und Ehrlichkeit, mir, versprechen. Ehrlichkeit kann ich nicht ab, Alter. Boah, nee. Hatte ich auch mal so eine, ne? Die hat mir auch, die hat mir B und C hat die mir gesagt und dann hat sie eingezogen. Ist blöd. Ja, das ist nochmal Kacke. Ist richtig kacke, ne? Es ist richtig, ist so scheiße. Oh, Entschuldigung, eine Sekunde. Ja, hallo? Hallo? Wie geht es Hallo. dir? Gut, selber? Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Geht was bei dir gerade so ab, so, wo man dazu stoßen könnte und ja. Ja, nee, ich bin gerade auf einem Date. Leider ist das ein Zweimann, also ein Frau, ein Ist ja Mann. kein Problem, ich habe mein Date tatsächlich auch schon dabei. Nee, ich glaube nicht. Ich bin gerade auch in meiner eigenen Wohnung und ich würde mich sehr unwohl fühlen, wenn ich jemanden zu mir einlade, der nicht alle Tassen im Schrank hat, tatsächlich. Ja gut, aber ich kann die Kamera halten, von daher. Hä, hast du einen Bruder? Zu dir komme ich ja gleich, Cora. Nein, alles gut, Pietro, alles gut. Hey, yo, Pinsel, hast du Bock auf ein Dreier-Date? Vierer-Date? Oh Gott, bist du schlecht, wie du fährst. Jo, wo müssen wir hinkommen, Johnny? Du hast anscheinend nicht verstanden. Ich Ja, möchte ja, kein. ja, ja. Wohin? Wo? Ich werde jetzt auflegen, denn. Johnny, wo? Pietro, jetzt hör mir mal zu, damit du es verstehst. W-O, Ich wo? habe hier gerade einen sehr wichtigen Menschen bei mir. Eine der Einen wichtigsten sehr Personen in wichtigen meinem Menschen. Leben. Und diese Person bedeutet mir alles. Und wir haben gerade ein tiefgründiges Gespräch und du würdest nur stören. Also lass mich jetzt bitte einfach nur mit der Person in Frieden. Und mich in Ruhe genießen, okay? Ja, natürlich, ja, es tut mir sehr, sehr leid, ja. Gut, okay, Ja, Pietro, du musst mach's gut. diese. Dann, bis dann. Ja, ich werde dich finden. Tschüss. Ich hätte ihn gerne eingeladen, aber es Also, würde wenn das gar jetzt keinen Sinn Freund von dir machen. Es würde gewesen wirklich wäre, gar hätte keinen der Sinn auch machen. irgendwie, keine Ahnung, danach Ich wüsste dazukommen nicht, warum können, ich mit weil diesem Charakter jetzt gehört ja einen. auch irgendwie dazu, dass man seine Ich würde so Freundeskatze gerne, wirklich. kennenlernt. Oh Mann. Ja. Ja, was hast du gesagt? Wenn das jetzt dein Freund gewesen wäre an deinem Telefon, dann hättest du den auch einladen können, weil es gehört ja auch irgendwie dazu, dass man seine Freunde gegenseitig kennenlernt. Das war Aber nicht ich ein dachte richtiger. erst, als du gesagt hast, dass der irgendwie, ja, keine Ahnung, wie hast du ihn genannt? Weiß ich nicht mehr, ein Volltrottel.
Ja, ich dachte erst, als du gesagt hast, ich lade doch keine Volltrottel auf mein Grundstück. Das ist vielleicht dein Bruder oder so. Bist du jetzt fertig mit Scheiße labern, eigentlich? Hä? Ja. Ist jetzt wohl nicht sehr, sehr nett von dir, was du hier gerade erzählt hast. Ich dachte, also, du bist so ein toller Kerl, da muss dein Bruder ja ein Volltrottel sein. Eigentlich war das voll nett. Wie sieht für dich die optimale Beziehung aus, Cora? Warte kurz. Cora, du gehst da jetzt nicht ran, wir haben ein Date. Ich hab ein Date und so. Du gehst so. Da nicht Tschüss. Ran. Tschüss. Ja, ich... Lass mich meinen Freunden doch sagen, dass es mir gut geht, ja, sonst suchen okay, die mich. Ja, dann schreib den, aber man muss ja nicht ans Telefon gehen. Ja. Meine Fresse, du bist auch gerade ans Telefon gegangen. Ja, das gegangen. War was anderes, das war wichtig. Du hast gesagt, du kannst das ihn nicht mehr gut leiden. Kannst du jetzt einmal mal das Handy weglegen? Ja. Gut. Meine Güte, ey. Boah, sorry, tut mir leid. Das ist aber gerade, das ist ein richtiges No-Go. Eieieiei. Und dann bin ich natürlich der Blöde hier immer. Und dann werde ich der sein, der wieder an allem schuld ist. Das verstehe ich nicht. Oh. Ja, welche Werte sind dir wichtig? Welche Werte mir wichtig sind? Ja. Ehrlichkeit und Loyalität. Ja. Genau. Aber das hatten wir ja gerade quasi schon. Ja, das hatten wir ja quasi. Glaubst du, dass ich dir gegenüber loyal sein kann? Ich hoffe es. Gut. Kannst du mir loyal gegenüber sein? Ich gebe mein Bestes. Weißt du, sein Bestes geben ist nicht gut genug. Denn auch wenn man sein Bestes gibt, kann man scheitern. Und ich will nicht, dass meine nächste Beziehung scheitert. Also will ich nicht hören, ich gebe mein Bestes, sondern ich will hören, ich werde dir immer loyal sein gegenüber. Gegenüber dir immer loyal sein. Meine Loyalität gehört dir. Sag es. Natürlich, Johnny, werde ich dir immer loyal gegenüber sein. Okay, gut, weil bei mir gibt es nur eine Regel. Ja. Dir. Bei mir gibt es nur eine Regel. Plomo o plata. Verstehst du das? Okay, entweder bezahle ich dich, oder es gibt Kugeln. Okay. Wie sieht für dich die optimale Beziehung aus? Naja, man schreibt sich regelmäßig, weiß, was der andere macht und so, und dann ist doch eine gute, vernünftig laufende Beziehung. Wie sieht für dich eine optimale Beziehung aus? Warte, beim ersten Date hast du gesagt, du wirst dich auch mit anderen Frauen treffen. Und ich habe gesagt, das ist kein Problem für mich. Will ich nicht mehr. Okay. Kein Interesse mehr. So weit bin ich schon mit dir. Okay. Welche Werte mir, also generell optimale Beziehung, am besten, also wie man schreibt sich. Man schreibt sich halt, wenn man sich halt mal nicht sieht, aber ich sehe meinen Partner immer. Ja, genau, und wenn man sich nicht sieht, dann will ich aber gibt's, halt auch gibt's wissen, nicht, was... Gibt's nicht, okay. Cora, gibt's okay. nicht. Wir sehen uns immer. Du bedenkst, dass ich noch einen Job habe? Ja, komm ich mit. Okay. Oder gibt's ein Problem? Ja, nö. Warum soll es ein Problem geben? Wie bist du denn ehrgeizig beruflich gesehen? Gehst du oft? Nein, ich für meinen eigenen Laden. Also du hast jetzt deinen eigenen Laden? Ich hatte vorher schon meinen eigenen Laden. Der SST hat auch schon mir gehört. Aber SST war an alle Flachwichser, deswegen habe ich den auch gesehen. Und jetzt, ja, habe ich halt mein eigenes Startup gegründet. Konkurrenz-Startup zum SST. Und zwar hier unten in der Stadt. Ach, du meinst diese Dodi-Kfz-Werkstatt da, oder? Ja, nee, Motorrad-Tuning-Werkstatt unten bei Bennys. Meine hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Läuft? Ja, kann mich nicht beklagen. Was war denn dein Lieblingsfilm als Kind? Mein Lieblingsfilm als Kind? Ariel. Und deiner? Saw 3. Das ist ein schöner Kinderfilm. Ich glaube, das passt. Ich glaube auch. So. Also wir machen heute nicht mehr rum, oder? Nee, heute nicht mehr. Wie gesagt, ein vernünftiges Date. Nein, wir brauchen noch mindestens ohne Entführung und ja, dann. Ja, wir machen. Dann kriegen wir das dann.
Ja gut, so, super. Dann fahre ich dich noch nach Hause. Das war echt witzig mit dir. Hat echt Spaß gemacht. War super. War super. War richtig gut. Komm mit. Komm mit. Bitte. Aber nichts mitnehmen, ne? Oder so, bitte. Ich hatte nicht Ja, vor, dich ist zu okay, komm mit. beklauen. Reicht doch schon, Komm dass ich doch dein jetzt, ist Herz doch. geklaut habe. Ja, genau. Findest du, dass wir uns irgendwie ähnlich sind? Dass wir uns ähnlich sind. Ja. Geht so. Ich glaube, ich bin deutlich netter als du. Ich glaube, wir sind beide Supermenschen. Na, ich hätte jetzt gesagt, Gegensätze ziehen sich an, aber es ist auch okay. Die Dame natürlich als erstes bitte durch, genau. Ja, ich würde dir gerne auch das Innenleben zeigen, aber da ist jetzt komplett an Inneneinrichtung, da ist noch gar nichts. Lohnt sich leider nicht. Ich will dir die Ach, Magic alles nicht nehmen. gut. Habe ich erst vor kurzem gekauft, das dauert immer ein bisschen. Bis Na man da klar, dann, muss man ja erstmal vernünftig einrichten und richtig, alles. genau. Ja, ich hab voll. Es ist super, dass du mir nochmal eine Chance gibst, Cora. Du bist tatsächlich eine super Frau und ich schätze diese Eigenschaft, dass du mehreren Leuten nochmal eine Chance gibst um einiges. Denn das hält uns auch zusammen. Missverständnisse sind nicht zu vermeiden. Und es wäre doch schade, wenn es anhand solcher Missverständnisse scheitert und eine vermeintlich große Liebe halt niemals stattfinden könnte. Verstehst du? Das wäre schon schade. Das wäre schon schade. Ich bin ja schon froh, dass du, keine Ahnung, nicht auf die Trichter gekommen bist, dass ich, keine Ahnung, diesen komischen Menschen Bescheid gegeben hätte, wo wir sind. Weil irgendwie war das komisch, dass sie dich gesucht haben und dann direkt gefunden Nein, haben, aber. Cora, du bist ein wunderbarer Mensch. Ich würde dir sowas nie unterstellen. Wie gesagt, ich habe Loyalität gegenüber dir und ich zweifle nicht an deinen guten Absichten. Okay, dann bin ich ja schon Du glücklich. bist mit Abstand die tollste Frau, die ich jemals in Nassadas kennenlernen durfte. Das klingt jetzt so, als würdest du mit mir Schluss machen wollen. Nee, ganz im Gegenteil. Es tut mir leid, dass Leute dir immer nur sowas sagen, wenn sie danach eine schlechte Nachricht überbringen wollen. Ich will dir nur sagen, was ich empfinde. Okay. Wo soll ich dich absetzen? Bei Bennys unten. Soll ich dir den Navi markieren? Oder findest du es? Wo denn unten? Ja, bei Bennys unten, da wo die öffentliche Garage auch ist in der Kurve. Warte, du hast doch hier so einen hübschen Navi. Ja. Puh, kann ich nicht machen, ne? Zu weit? Oder warum kannst du das nicht machen? Ja, ich habe einfach keinen Bock, jetzt hinzufahren. Es ist mir zu weit, um ehrlich zu sein. Na, okay, dann setz mich halt irgendwo raus, wo du mich raussetzen Ich möchtest. würde jetzt gerne einfach nur nach Hause fahren. Kannst du bitte aussteigen? Na, okay, dann bis zum nächsten Bis Mal, dann. Du bist die Beste. Jordan. Du bist der Wie Allerbeste und viele so. Dates noch? Wie viele noch? Ein vernünftiges, wo du nicht entführt wirst. Super, ich freue mich so tierisch, ey, du bist. Boah. Ich war so Mal die ganze gucken, ob Zeit du bei das dir. Ich schaffst. versuche aber die ganze Zeit bei dir irgendeine Red Flag oder so zu finden, aber das funktioniert nicht. Also ich krieg da gar nicht. Du musst doch noch. Du bist bestimmt eine Serienkillerin oder sowas. Überhaupt nicht. Ja. Oh, du bist so süß. Ich bin super lieb. Ja. Kannst du mir vielleicht nochmal $500 überweisen? Ja. Okay, ich danke Gib dir. mir noch mal deine Kontonummer. Okay, bist du bereit? Ja. 254 982 9, 8, 2. 879. 8, 7, 9. Ich mag keine unrunden Beträge, also da bitte. Ja. Warte. Alles gut. Ich muss es mir nochmal ansagen. Die Kontonummer Kein hat irgendwie Problem. nicht gepasst. 254 254 982 982 879. 879. Da, bitteschön. Dann rufe ich mir mal ein Taxi. Boah, du bist die Beste. Oh, so süß, sogar noch in den Herzen. Oh. Na dann.
Ey, komm, nee, kann ich nicht. Das ist dafür. Ich nehme dich noch ein Stück mit, wenn du möchtest. Gefährlich oder nicht? Alles gut, ich rufe mein Taxi. Hallo, hallo Taxi. Ich kann dich doch noch ein Stück mitnehmen, wenn du willst. Cora. Alles gut. Alles gut, Johnny. Mein Taxi ist schon okay, auf dem Weg dann quasi. Super. Dann alles gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.